Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselights Gunnis YouTube-Kanal. In Italien findet aktuell der sogenannte Vergani Cup statt. Das ist ein, also nicht in Kapstadt, sondern der Cup findet statt. Und das ist ein Turnier über 9 Runden, Schweizer System, klassische Bedenkzeit und das ist richtig gut besetzt. Also da spielt zum Beispiel so ein Altmeister wie Nigel Short mit. Und der, zu dem muss man allerdings sagen, der war im Vorfeld des Turniers an Corona erkrankt und war sogar im Krankenhaus und konnte das Turnier aber dann trotzdem mitspielen. Also, ob ihn das beeinflusst hat oder nicht, in welcher Form, weiß ich nicht. Aber wir haben eine Partie aus der 7. Runde und die ist es wert, gezeigt zu werden. Denn Nigel Short spielt hier mit den weißen Steinen gegen Nurgul, hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, Nurgul Salimova, eine Bulgarin türkischer Herkunft, 18 Jahre alt und richtig stark. Weibliche Großmeisterin, hat also den Titel WGM und die führte hier die schwarzen Steine. Bevor wir uns aber in die Partie begeben, die ist wirklich toll, die müsst ihr unbedingt sehen, möchte ich mich noch bedanken und zwar besonders bei Ulrich W. für die Spende an meinen Kanal. Ich habe mich sehr darüber gefreut, genauso wie auch über die Spende von Thorsten W. Das seht ihr ja hier rechts eingeblendet, rechts oben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich darüber sehr und fühle mich wirklich sehr motiviert und bestätigt. Deswegen nochmal Dankeschön. So, jetzt aber zur Partie, liebe Leute. Und Nigel Short eröffnet hier mit einem Englisch C4. Was sonst? Er kommt ja aus England. Springer F6, Springer F3 und das Ganze hier ist natürlich, wie gesagt, das sage ich ja fast bei jeder Meisterpartie, ist natürlich nicht neu, das ist alles schon da gewesen. Hier eine, ja, englische Eröffnung, die so ein bisschen mutiert in so ein Anti-Grünfeldstruktur, also wie auch immer man das betiteln will, ist auch nicht so wichtig. Fakt ist, dass das nicht neu ist, aber hier gibt es interessante Zugfolgen, die sind vielleicht auch für euch spannend. Also E5 zum Beispiel hier, dieser Zug mag überraschen, aber er ist gut spielbar und auch der Zug natürlich nicht neu. Aronjan hat den gegen Grischuk, also Grischuk mit Schwarz hat das schon gespielt, Mamed Jarov und so weiter. Die Granden, die haben das alles schon auf dem Brett gehabt. Also Weiß kann den Bauern natürlich einfach nehmen. Klar, Springer schlägt E5 und Schwarz rochiert einfach weg. Es ist auch möglich, ich möchte kurz noch anmerken, hier Springer schlägt E4 zu spielen, denn wenn Weiß hier nimmt, kann Schwarz ja hier auf E5 den Springer zurückgewinnen. Diese Stellung ist aber nach D4 besser für Weiß, weil hier Raum im Zentrum gewonnen wird, ein Tempo, Schwarz muss ein Tempo aufwenden, um den Läufer wieder zurückzustellen und so weiter. Deswegen hat Salimova hier rochiert. So, und auch hier in dieser Stellung, man kann einfach zurückgehen hier, das ist möglich, also Springer F3 zum Beispiel, dann kommt Turm E8 und jetzt kann man den Bauern klammern, wenn man so will, ja. Aber Schwarz hat hier auch Gegenspiel, D5 ist möglich, weil der weiße König eben noch im Zentrum steht und nach D5, da kann man dann hier mehrfach nehmen zum Beispiel auf D5 und Weiß kann am Ende nicht wieder nehmen, eben aufgrund dieser Fesselung. Also all solche Züge sind möglich, aber in der Partie kam es etwas anders. Nigel Short hat hier Läufer E2 gespielt. Ist auch in Ordnung, natürlich. Turm E8 und nach D4 und D6 gewinnt Schwarz dann letztendlich den Bauern zurück. Springer muss weichen, klar. Und jetzt kann Schwarz hier auf E4 nehmen. Auch hier gibt es eine interessante Vorgängerpartie von Saric gegen Markus Ragger. Und die wurde gespielt 2018. Und da in der Partie hat Weiß hier auf E4 genommen. Die Partie ging letzten Endes dann, oder konnte Markus Ragger gewinnen mit Schwarz. Also hier, Turm schlägt E4, das ist alles spielbar. Also die Partie hat Schwarz gewonnen, aber nicht aufgrund der Eröffnung. Diese Partie ist in etwa hier, diese Stellung ist in etwa ausgeglichen. Okay, also Weiß rochiert hier. Nochmal kurz zurück für euch zum Verständnis. Man kann hier nehmen, muss man aber nicht. Man kann natürlich auch rochieren. Alles in Ordnung. Springer C6 von Schwarz. H3, um dem Schwarzen das Feld G4 zu nehmen, für nervende Fesselungen, Schwarz tauscht einmal auf C3 raus, B schlägt C3 und Läufer F5. Diese Stellung hier ist im völligen Gleichgewicht, aber sie hat eine gewisse Dynamik, wie man sehen kann, denn die Bauernstellung ist nicht symmetrisch. Ihr schaut euch mal diese Bauernkette an und diese Bauernstruktur an. Wie gesagt, eine gewisse
Disbalance drin, aber trotzdem ausgeglichen die Stellung. So, Nigel Short spielt hier Läufer E3, Dame D7 von Salimova. Und es gibt ja auch andere Ideen wie Springer A5, aber zu sowas Ähnlichem kommen wir in der Partie. Erstmal die Türme hier auf die offenen Linien bringen. Jetzt kommt Springer A5, macht Druck hier auf den Bauern C4. Und vielleicht kann man irgendwann auch mal C5 spielen, solche Geschichten als Ideen. Auch dieser Bauer ist immer so ein bisschen schwächlich, weil der Läufer da reindrückt auf C3. Deswegen spielt Nigel Short erstmal Turm C1, was in Ordnung ist, ein guter Zug. A6 hier an der Stelle bereitet ein späteres B5 vor natürlich. Und ja, Nigel Short spielt jetzt mal Springer D2. Das ist eine gute Umgruppierung, wo auch immer der Springer hin will. Erstens mal deckt er C4, er deckt B3. Vielleicht kann er da selber mal hingehen irgendwann. Er könnte vielleicht sich sogar umgruppieren hier nach G3. Wenn zum Beispiel als Idee Weiß G4 einstreut, Springer F1, Springer G3, da steht der Springer dann sehr, sehr gut. Also es gibt verschiedene Motive und Pläne hier für Weiß in dieser Stellung. Und ja, was soll Schwarz spielen? Jetzt ist ja Schwarz am Zug. Also da habe ich auch mal mit die Engine befragt hier an der Stelle. Schwierige Stellung. Also die schlägt dann H5 vor, solche Geschichten oder Turm E7, die simple Verdoppelung auf der E-Linie. All das ist natürlich spielbar. Auch damit D8 ist eine gute Option, ja. Also ist ein positioneller Kampf hier, ja. Aber Salimova hat hier Turm B8 gespielt, bereitet diesen Durchbruch B5 vor. Ist nicht ganz so genau. Denn Weiß könnte jetzt den erwähnten Plan durchsetzen, G4 hier zum Beispiel spielen. Der Läufer müsste wegziehen. Wohin? Wahrscheinlich nach E4. Hierhin kann er nicht wegen D5. Ja, dann geht er verloren. Also müsste er nach E4. Und nach D5, Turm E7 zum Beispiel, Springer F1, die erwähnte Umgruppierung hier nach G3, Turm E8, die Verdoppelung, ist die Stellung doch besser für Weiß. Also das wäre ein guter Plan gewesen für Nigel Short. Hier kann man zum Beispiel Läufer G5 spielen. Ja, ihr seht schon, das ist so ein bisschen unangenehm. Okay, Schwarz hat die Türme verdoppelt hier. Da müsste man wahrscheinlich F6 spielen. Auch klar, der Läufer zieht sich wieder zurück. Aber jetzt hat man diese Königstellung etwas aufgeweicht. Hier vielleicht sogar schon Züge wie G5 und so weiter. Oder vielleicht sogar von Schwarz G5. Also ihr seht, komplexes Spiel nicht einfach zu verstehen. Aber Nigel Short hat das zurückgestellt. Er hat erstmal A4 gespielt, um sich gegen diesen Durchbruch B5 zu wehren. Kann man machen. Ist auch okay. Nicht ganz so kraftvoll wie das G4, aber auch nicht schlecht. Ja, und der nächste Zug wird G4 sein. Deswegen Läufer E4 gleich mal prophylaktisch. Und Nigel Short spielt hier D5. Die Stellung ist weiterhin ausgeglichen. Ein sehr, sehr anspruchsvoller strategischer Kampf, wenn man sich die Stellung mal anschaut. Alle Figuren sind entwickelt. Wer steht besser? Ja, niemand steht besser. Es heißt aber noch lange nicht, dass diese, ist auch das beste Beispiel, dass diese Stellung Remis ist. Ausgleich heißt nicht Remis. Ja, Chancen auf beiden Seiten. Salimova spielt hier das gute Dame D8, denn die Dame ist auf diesen schwarzen Feldern durchaus nützlich, nützlicher als hier auf D7, auf jeden Fall. Also kann man ruhig auch mal so einen Rückzug machen, Dame D8. Und sollte sich der Läufer mal wegbewegen, ist Dame G5 eine Option. Also es gibt auch für Schwarz hier gute Motive. Jetzt kommt G4, wie geplant, und Schwarz knabbert das weiße Zentrum an mit C6. Springer F1, auch die schon erwähnte Umgruppierung findet statt. Schwarz tauscht hier einmal raus, C schlägt D5, C schlägt D5. Und an der Stelle hat Salimova tief reingeschaut, lange nachgedacht und hat sich hier für einen Plan entschieden, der ist ein bisschen zweischneidig, muss man sagen, aber er ist sehr vielversprechend. Wir sehen gleich, was ich meine. Ein guter Zug wäre hier auch zum Beispiel dieser Computerzug Turm E5 gewesen. Was ist das denn? Naja, gut, also wir greifen erstmal den D5 an. Okay, den wollen wir verteidigen mit C4 und jetzt kann die Dame eben hier nach H4 gehen. Das habe ich eben schon mal erwähnt, auf den schwarzen Feldern steht sie sehr, sehr kraftvoll. Und jetzt muss man auch das Geheimnis kennen, hier nicht irgendwie diesen Bauern zu klammern, sondern Züge wie Springer H2 sind sehr, sehr gut und man kann hier nicht wirklich nehmen. Warum nicht? Dann sind Züge wie Läufer F1 extrem stark. Die Dame hat nur ein Feld, muss nach H4 zurück. Und ihr seht, alles geschieht hier mit Kraft und Tempo. Der Turm müsste sich zurückziehen und wenn er sich zurückzieht, dann hängt der D6. Also all das
ist kompliziert, aber das so zu spielen ist kaum menschlich. Also, dass man hier den H3 abgibt, die Dame da so ein bisschen in der Königsstellung rumfuhrwerken lässt. Naja, Salimova hat sich für einen anderen Plan entschieden, nämlich für Turm C8. Das ist spannend, weil, wenn es der ein oder andere von euch noch nicht gesehen haben sollte, dieser Läufer ist gefangen, nämlich mit dem simplen Zug F3. Das war eine Drohung. Und das hat Salimova natürlich gesehen. Nigel Short sagt aber ganz klar: Okay, wenn du den Läufer hier nicht retten willst, dann hole ich ihn mir. F3 fängt den Läufer. Wo soll der Läufer hin? Hier kann er nicht hin. Er kann überhaupt nirgendwo hinziehen. Aber das hat Salimova natürlich berechnet, denn sie schlägt jetzt hier auf C3. Das führt jetzt zu folgendem Abtausch, beziehungsweise zu folgender Kombination. Wir nehmen den Läufer raus, Salimova nimmt den Turm von Nigel Short auf E1, wir tauschen einmal zwischen, Dame nimmt C8, Dame nimmt E1. Und was ist jetzt passiert? Nun, dass die Materialverteilung ist jetzt noch dynamischer, als sie vorher schon war. Nigel Short hat das Läuferpaar gegen diesen Turm und ansonsten spielt Dame gegen Dame und Springer gegen Springer. Also, was bedeutet das jetzt? Das ist etwas besser für Weiß. Es ist aber schwieriger, als man glaubt, zu spielen, denn dieser weiße Läufer ist relativ schwach. Der guckt gegen seine eigenen Bauern hier. Schaut mal hin. Also, der ist nicht so wirklich im Spiel. Gut, dieser Läufer auf E3 ist natürlich sehr, sehr stark. Der kontrolliert viele schwarze Felder. Okay. Außerdem hängt hier dieser Springer, den Schwarz erstmal retten muss. Und das kann er aber tun. Und zwar mit Springer C4. Das ist sehr, sehr stark. Und hier gibt es, also Weiß steht etwas besser. Hier gibt es eigentlich nur einen Zug, der den Vorteil so ein bisschen festhält. Also vielleicht zwei Züge. Ein guter Zug wäre eventuell Dame C1 gewesen. Ja, deckt den Läufer und wenn der Springer zieht, tauschen wir ab und so weiter. Ein anderer guter Zug wäre auch Läufer F2 gewesen, aber das erfordert enorm viel Berechnung, denn jetzt kann Schwarz ja einfach diesen Bauern auf E4 auch noch nehmen. Aber nach Springer G3 muss der Turm weichen, ja, wohin eigentlich? Also wenn er sich zurückzieht nach E8 zum Beispiel, haben wir so starke Züge wie Dame B4 und ihr merkt schon, Weiß kommt ins Spiel, ja. Also das wäre gut gewesen, aber schwierig zu rechnen. Natürlich Züge wie Läufer F2 hier zu machen an der Stelle, nicht einfach. Damit C1 eher menschlicher noch. Aber Nigel Short ist einen anderen Weg gegangen. Er hat hier auf C4 rausgenommen. Er hat gesagt, dieser Läufer ist sowieso nicht so stark, eben aus erwähnten Gründen. Und jetzt kann Schwarz hier auf C4 natürlich wieder schlagen, ist auch klar. Und Springer D2, darauf hat sich Nigel Short verlassen, denn er deckt diesen Bauern auf E4, greift die Dame an mit Tempo, aber die Dame, die will jetzt nicht hier entweder A4 nehmen oder so. Das wäre gar nicht so gut, weil nach Dame B1, da kommt Weiß, kriegt seine Figurenaktivität jetzt ins Spiel und deckt hier auch nochmal auf E4. Schwierig zu spielen. Ja, vielleicht machbar, aber Salimova hat hier Dame D3 gespielt, was auch sehr, sehr gut ist. Also, und an der Stelle muss Weiß so präzise spielen. Der Computer sagt immer noch, Weiß steht besser. Aber warum? Also, der beste Zug hier am Brett ist König F2. Einfach mal diesen Läufer nochmal überdecken, damit die Dame nicht irgendwie überlastet ist und damit die Dame auch beweglich ist. Also, König F2 wäre ein guter Zug gewesen. Stattdessen hat aber Nigel Short König H2 gespielt und dieser Zug ist nicht gut. Jetzt hat Weiß keinen Vorteil mehr. Da seht ihr auch die Unterschiede. König F2, Weiß steht etwas besser, wenngleich es schwierig ist. König H2 und Schwarz steht besser. Warum? Nun, jetzt kommt nämlich B5 und wir erkennen auf einmal, dass hier auf der B-Linie ein brandgefährlicher Freibauer entstanden ist und den muss man erstmal stoppen. Das ist gar nicht so einfach. Auch hier Computeranalyse sagt, bester Zug. Es ist absurd. Ja, König G2, der Computer will unbedingt den König zu seinen Figuren führen. Das ist irgendwie verständlich. Oder auch Dame G3 ist ein Zug. Hier Druck auf D6 machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Short hat hier Dame F2 gespielt. Und das ist schlecht. Jetzt steht Weiß tatsächlich richtig schlecht. Und jetzt wird es echt schwierig. Denn jetzt kommt Turm C8. Und der Turm, der wird hier auf der C-Linie gewaltig aktiv, gewaltig stark. Und Weiß kann seinen Figurenknäuel irgendwie kaum entwirren, ja? Wie soll das gehen? Also jetzt fängt Nigel Short an, den König rüber zu bewegen, aber jetzt ist es zu spät. Man könnte hier jetzt schon den Bauern,
nach vorne stürmen lassen. Push 'em, Baby, wird Yasser Sadawan sagen. Aber Salim Umar spielt hier sehr, sehr stark. Erstmal Turm C3, der Läufer ist angegriffen. Nigel Short deckt den mit König F3. Das hätte auch ohne diesen Ausflug nach H2 haben können, diesen ganzen Zirkus hier. Jetzt kommt B4, klar. Und Dame E2. Und jetzt könnte man glauben, Mann, die schwarze Dame wird abgetauscht oder wie? Und dann ist es natürlich besser für Weiß auf einmal. Aber Salimova hat das gesehen. Sie spielt hier Dame D4 sehr, sehr stark. Der Läufer ist gefesselt, kann nicht nehmen, ja. Wegen der Fesselung hier mit dem Turm. Und der Nigel Short geht sofort hier raus. König F2. Und jetzt Dame E5. Extrem starke Damenzüge, denn jetzt droht Dame H2 mit Gewinn, mit Vernichtung. Und Short, Nigel Short verhindert das sofort mit König G2. Ihr merkt schon, da stimmt was nicht in der weißen Stellung. König H2, König G2, König F3, König F2, König G2. Das kann es nicht sein. Und so ist es auch, denn Schwarz pusht einfach den Bauern. Push him, Baby. B3. Und ja, hier gibt es kein Halten mehr. Also diese Stellung ist glatt verloren für Weiß inzwischen. Das waren unglückliche Königsmanöver und sehr, sehr stark gespielt von Salimova hier. Nigel Short spielt noch Dame F2. Es gibt hier keine Rettung mehr. Auch sehr stark Turm D3 hier. Sehr guter Zug. Auch Turm C2 wäre gut gewesen. Also Turm D3. Und ja, Short findet noch die letzte Möglichkeit, Schwarz unter Druck zu setzen. Denn er spielt hier Läufer H6. Und da muss man aufpassen, es drohen hier solche Mattmotive auf einmal. Höchste Vorsicht ist geboten. Aber Salimova, alles im Griff. Push him, Baby. B2. Und ja, es kommt Dame B6. Wie gesagt, höchste Vorsicht ist geboten. Es droht Matt hier auf D8 oder B8. Ja, muss man abwehren. Wie tut man das? Es gibt hier tatsächlich nur einen einzigen Zug, der gewinnt. Findet ihr ihn? Wollt ihr das Video mal pausieren? Das wäre eigentlich die Gelegenheit. Pausiert mal das Video und schaut mal rein. Also der einzige Zug, der hier gewinnt, wirklich der einzige, also alle anderen Züge, wie zum Beispiel in Dame G3 oder sowas, gewinnen nicht, ja. Der einzige Zug ist der Zug Turm schlägt D2. Dieser Zug gewinnt. Wir haben hier jetzt einen Schach, also das passiert mit Tempo. Und den müssen wir natürlich wieder nehmen, das ist ja auch klar. Und jetzt gibt es das Schach mit der Dame. Dame schlägt E4. Wo geht der König hin? Na gut, nach F2 ist irgendwie logisch. Und jetzt wieder. Nur ein Zug gewinnt. Nur ein Zug gewinnt. Nicht irgendwie hier reinlaufen. Was würde passieren, wenn wir hier reinlaufen? Ach du großer Gott. Dame D8 Schach. König G7. Achtung, Läufer C3. Weiß spielt gegen zwei Damen und kann sich halten. Hier muss man schon eine Dame zurückgeben, weil F6 geht nicht. Der würde ja einfach genommen werden hier. Da wird man sogar noch matt gesetzt am Ende des Tages. Genauso wie ein Königsflucht des Dame H4 ist Schachmatt. Also, wie gesagt, so einfach ist die Sache gar nicht. Man müsste hier Dame E5 spielen, nehmen D6 und plötzlich ist die Sache immer noch etwas besser für Schwarz, aber sehr unwahrscheinlich, dass man das gewinnen kann. Also, ihr seht, höchste Aufmerksamkeit, obwohl die Stellung gewonnen ist, nicht B1 spielen an der Stelle, sondern der einzige Zug, der hier für Schwarz gewinnt, ist Dame C2. Das hat Salimova auch gespielt an der Stelle, hat Nigel Short dann die Partie aufgegeben. Keine Chance mehr, wenn man jetzt einen Schach gibt. Ich sage mal, Beispiel Dame B8, König G7 und jetzt im nächsten Zug läuft der Bauer zur Dame und es gibt keine sinnvollen Schachs mehr für Weiß, deswegen ist die Stellung hier glatt gewonnen und Nigel Short hat aufgegeben. Eine grandiose Leistung der 18-jährigen weiblichen Großmeisterin Nurgul Salimova mit der Elo-Zahl. Ihr seht die Unterschiede, ne? Gegen den Altmeister Nigel Short. Das musste gezeigt werden, finde ich. Also eine fantastische Positionspartie, tolle Kombination. Okay, ein bisschen Unterstützung von Weiß war dabei, aber trotzdem eine ganz tolle Partie. Und ihr seht, wie man positionelles Schach spielen kann. Auch in der Eröffnung schon, erinnert ihr euch an das E5-Manöver. All das sind Großmeister-Level, aber deswegen sind wir hier, deswegen bin ich da, um euch das hier zu präsentieren und zu erklären. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Abo da. Drückt die Glocke, so verpasst ihr gar nichts. Oder unterstützt mich gerne, wie gesagt, auch via PayPal. Darüber freue ich mich sehr. Und ja, in diesem Sinne, das soll es mal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Macht's gut so lange und danke fürs Zuschauen.